Was man nicht machen darf, ist, relative Fortschritte zu verwechseln mit dem Ziel. Das Ziel ist nämlich absolutes Netto Null. Und wenn wir jetzt klar haben, dass wir nur noch 22 Jahre haben, um klimaneutral zu werden, dann heißt das, wir müssen das mit der Technologie machen, die wir heute haben. Können wir jetzt nicht mehr auf die Wundertechnik warten, weil das immer viel zu lange dauert, bis Technik marktreif ist. Und wenn man die Technik anguckt, die wir haben, dann ist klar, Ökoenergie wird knapp sein, sie wird teuer sein. Und das bedeutet, dass man das Wachstum nicht mehr haben kann, sondern dass es nicht um grünes Wachstum geht, sondern um grünes Schrumpfen.